Hey Leute, hier sind die Bauprofis wieder zurück am Start beim Construction and Mining Projekt hier im LS17 im Multiplayer. Zusammen mit dem Bauprofi Ansgar von Nordrhein TV Play. Hi zusammen! So, ja, wir haben letztes Mal schon mal der richtig coole das erste Mal gemacht. Unser erster großer Verdienst. Knapp 40.000 Euro haben wir eingenommen durch den Verkauf von Tout Venant. Und ja, das war auch schon mal ein guter Anfang jetzt für den großen Cash, den wir hier noch machen werden. Und absolut, aber Line-Gamer, es gibt ein großes Problem. Oh oh. Wir brauchen größere Bagger. Wir brauchen ja solche Mengen an Stein, das ist ja Wahnsinn. So schnell aufgebraucht, ne? Ja. Muss schneller Nachschub kommen. Es ist etwas schwierig. Ich kann nicht. Na gut, den JCB können wir uns jetzt noch nicht leisten. Ja, müssen wir mal gucken, was wir da kaufen. Ich weiß nicht, wie viel auch immer in diese Kipper überhaupt nur reinpasst, weil das ist ja auch nicht so mega viel. Gut, der Fliegelanhänger hat etwas mehr, aber die Kapazitäten sind doch alle sehr, sehr begrenzt. Ja, wir sind nach wie vor damit beschäftigt, hier unsere Produktion zum Laufen zu bekommen. Und Tout Venant hatten wir in der letzten Folge auch schon verkaufen können. Und da werden wir jetzt anknüpfen und werden in dieser Folge uns wieder stärker dem Asphalt widmen. Jetzt hattest du gesagt, Teer kann man da gar nicht mit einfüllen. Also wenn ich jetzt mit dem Fliegel auf Flieger gefahren bin, stand dann nichts von irgendwie Teer, also irgendwas mit Load oder so. Ich gehe mal von ganz aus. Ganz sicher? Ja. Okay. Also ich hatte nichts irgendwie gesehen. Und das wir brauchen halt auch noch River Sand. Die müssen wir uns ganz unten holen, ja. Ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn wir wieder solche Road-Trains machen. Weißt du, was ich meine? So wie, also lange Schlangen, Anhängerschlangen. Ja. Dass wir möglichst viel transportieren können das auf einmal. Genau, dass wir einmal fahren und dann möglichst viel transportieren können. Ich glaube, wir haben da jetzt nicht so wirklich die richtigen Kipper, aber das wäre auf jeden Fall was wir noch überlegen könnten, dann für die nächsten Folgen die entsprechend anzuhängen. Obwohl, na doch, wir haben ganz coole Kipper. Wir haben hier zum Beispiel. Ja, krass, wie schnell der Stein einfach aufgebraucht ist. Ne? Du hast ja vor kurzem erst reingeladen und schon wieder alles weg. Ich kaufe hier gerade mal den Agroliner Blue, wenn es okay ist. Da würde ich mal zwei von kaufen. Wo denn? Schau mal bei Kipper. Ja. Und dann bei Agroliner. Oder den Mod. Ah, den HKD 402 Blue. Ja, genau. Gut das, ja. Da würde ich mal zwei von kaufen, mal gucken, ob man die hintereinander kuppeln kann, weil die hätten, glaube ich, schon ganz gute Kapazitäten. Die haben, Moment, 31.500 Liter. Zum Vergleich, unser Muldenkipper hier hat, Moment, 17.000 Liter. Also ist schon wesentlich, da passt schon ordentlich was rein. Und wenn man da zwei hintereinander kippt, dann setzt, dann ist das sicherlich schon mal keine ganz schlechte Idee. Ja. Haben wir gerade Rubber Crusher, wo wir das Rubber herkriegen? Ich war ja gerade bei der 2. War das mit diesem H? Aber nichts mit Rubber irgendwie. Ich hatte zumindest nichts gesehen. Brauchen wir auch noch, ne, für den Asphalt. Ja. Wir brauchen einiges. Wie gesagt, der River Center, weiß ich auch nicht mehr. Wir hatten uns das schon mal angeschaut. Der ist bei der 7 ganz unten. Okay. Warte mal, ich fahr mal kurz mit der Fähre ein Stück. Okay, dann kaufe ich mal ein bisschen River Sand jetzt. Ich überlege nur, mit welchem Fahrzeug ich da jetzt hinfahre, mit welchem ich das die mitnehme. Ich glaube, ich versuch's mal mit dem Muldenkipper. Ich weiß nicht, ob der genug Leistung hat. Kurz schauen nochmal, wie viel PS der hat. Ja doch, 610 PS müssten eigentlich reichen. Ich versuche das mal. Was denn jetzt genau? Ich versuche mal jetzt die Anhänger hinterher zu hängen und werde das mal mit dem Muldenkipper machen, weil dann kann man im Muldenkipper auch noch was reinladen. Also normalerweise würde man jetzt einen Traktor nehmen. Ach so, sollen wir dann aber drei Anhänger. Wir wollen ja möglichst effizient arbeiten. Und wenn wir jetzt schon mal fahren, dann muss da auch ordentlich was reingeladen werden. Ah, wir schauen mal, ob das klappt. Vielleicht klappt es auch nicht. Man fährt jetzt zur Riversend-Anlage? Ja. Weißt du, ich probiere jetzt mal kurz was aus mit der Fähre. So hier.
Nehmen wir jetzt mal den Radlader auf der Fähre, ob man da andocken kann, ich weiß es nicht. Ja, ich probiere es Musst du einfach aus. ausprobieren, ne? Ja. Langsam dämmert es auch, schon langsam dunkel. Die erste Nacht hier auf der Map. Oh, oh, oh. Aber wir haben auch ein bisschen was am Tag 1 geschafft, muss man sagen. Also, wir haben uns jetzt nicht ganz, ganz toll angestellt, aber jetzt auch nicht ganz dumm. Also ein bisschen was geschafft vor allem am ersten Tag. Also wir haben schon Geld verdient, ja. So. Und sogar etwas Gold. Und, genau, reich sind wir auch noch. Vielleicht noch keine Goldbarren, aber etwas Gold. Wir haben, was ich sehe, gerade den Kontostand gesehen, hier haben wir nur noch 5.000, aber gut. Wir müssen ja investieren in unser... Ja, wir müssen, absolut müssen wir investieren. Wie gesagt, wir müssen effizient arbeiten, also... Das ist sonst nicht so sinnvoll. Weil dann fährt man sich dumm und dusselig und hat doch nichts geschafft. Dass das Fahren immer doch so viel ist, ne? Aber es ist vielleicht ganz gut, wenn wir halt möglichst viel auf einmal transportieren, das ist halt so... Wir schauen mal. Da ist der Shop. Und jetzt schauen wir mal, ob man das alles hintereinander hängen kann oder nicht. Eigentlich müsste es funktionieren. Ja, dieser Mod ist schon ganz schön. Also, die sehen ganz schön aus, die Fahrzeuge. Ja, gut, so Drehschemel, also eigentlich. Ja. Sollte das ja klappen. Ich hoffe nur, dass der hier überhaupt eine Anhängerkupplung hat. Ah ja, hat er. Gut. Jetzt muss man nur ihn richtig ankoppeln. Ja. Na? Da hast du ja drei Aufladestellen, also Flächen, ne? Und ja, aber das cool. will noch nicht so ganz funktionieren. Ah, das ist aber immer wieder eine Katastrophe, diese Drehschemel-Anhänger so, hintereinander zu hängen. Ja. Hatten wir ja schön ausgeklügeltes System. Ja. Naja, das wird nur immer weiter verschoben. Soll ich irgendwie zur Hilfe irgendwie kommen, oder? Ja, wäre, glaube ich, gut, wenn du mit einem Traktor noch vorbeikämst. Okay, pack ich den mal hier. Ein Traktor, ja? Okay, dann kommt ein Moment. Ach, du bist hier mit dem Radlader unterwegs. Ach, du wolltest das auf die Fähre. Ja, ich wollte den gerade hinfahren, ja. Wo ist denn die Fähre gerade? Ach, ah, okay. Ach, bist du. Wo stehst du jetzt gerade? Weil hier kann man ja. Zur Fähre kann man ja tatsächlich direkt runterfahren. Und wo? Das funktioniert ja. So wie. Wo die gerade steht. Da ist ja so eine. Ja, genau, so ein Auffall. Ja. Ja. Ich muss uns noch ein bisschen näher hinten dran fahren. Aber dann sollte es eigentlich funktionieren. So. Wird nur nicht die schnellste, aber. Und dass sie mit der Ladung dann nicht noch langsamer wird. Das glaube ich nicht. O ist Hupen. Ne, 0 ist Hupen. 0, ja. Ah, das ist ja krass. Ein richtiges. Ja. Schiffströten. Ne, Schiffshupe, keine Ahnung. Schiffshorn, wie man das nennt. Das ist ja cool. Ah, und hier kann man Limestone und Coal. Ja, keine Ahnung, ob es dann wirklich irgendwie so eine Aufladestation da gibt. Aufbau dann dafür gibt, ne? Mal gucken. Ob man da. Offen was. Ja. Ja, aber es ist nach wie vor spannend. Gut, das sind natürlich jetzt eigentlich Getreideanhänger hier, ne? Ja, aber diese. Achso, ja, aber das sollten die eigentlich laden, oder? Ja. Hätte man vielleicht nur mal umlackieren müssen, aber es ging leider nicht. Man kann keine Farbe auswählen. Was waren? Weil sind das irgendwelche Mods, die jetzt direkt hier für das
Bauding dabei waren oder waren das andere, die noch von irgendwo Nee, nee, anders die sind? habe ich noch hinzugefügt. So, bin gleich da. Mensch, 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 der Mitarbeiter. Ja, ich fahre schon mit Ja, ja, Vollgas. ja. Okay, Kündigung ist raus. dann drehe ich wieder um. Muss ich noch ein Vino trinken hier? Guck mal, da stand 40 und ich fahre hier 52. Jetzt halte ich mich sogar extra nicht an die Geschwindigkeit, Ein echter oder? Gangster hier unterwegs. Ja. Könnt ihr mal auf die Straße fahren, da ist ja genug Platz. Moment, ich sperre mal kurz die Straße ab. Ja. Sicher ist Ja. sicher. Bis jemand dann noch irgendwie dann da reinfährt oder so. Das wäre wirklich dramatisch. Das wollen wir alle nicht. Ah, ich habe keine Maus mehr. Okay, ich kann doch nichts. Das ist ein bisschen komisch. Ich habe keine Maus mehr in den Menüs. Warum auch immer. Müsste ich jetzt, glaube ich, mich nochmal ausloggen und so, aber egal. So wichtig ist es jetzt auch nicht. Einfach durchs Gras gefahren. Ja, Alles war jetzt umgewühlt. schwierig. Ist Tatnot, sagen wir es mal so. Ein Notfall. So. Wie war das, möglichst nahe ranfahren, dann fährst du einfach nur zurück, ne? Ich versuche das nochmal gerade zu machen. So. Und jetzt probier's mal. Ja, da dreht er schon ein. Ah. Das ist noch tückischer. Die haben hinten noch so Doppelbereifung. Weiß Meint, das macht was aus? ich nicht, aber es ist komisch, damit zu fahren. Ah, nee, das wird nix. Kann ich mal probieren? Ja. Soll ich noch mal ein bisschen näher ranfahren? Kannst auch noch machen, ja. Großes Experiment, spannend. Wird's klappen oder wird's nicht klappen? So, okay. Dann probier's mal. Okay. Langsam rantast. Hast du geschafft? Okay. Dann ist das unsere Ah, da haben wir noch einen krasse dritten an Kombi. hier. Okay. Ja. Ja, ich dachte mir, wenn schon, denn schon, ne? Muss hier über der einen Ausfahrt rauskommen, wenn du das Auto hier blockierst, das ist nicht, weil das steht direkt hinter mir. Bin dran gedrängelt. Na, dann können wir ja ordentlich transportieren. Nur nachdem wir das immer abgeladen haben, weil wir müssen ja nach hinten abladen, müssen wir immer wieder neu zusammenkuppeln. Oh ja. Ja, Aber ja. das klingt schon irgendwie. Vielleicht kann man das ja auch irgendwie durch Förderbänder schaffen. Dann laden wir das auf dem Hof ab. Ja, ist das dumm, die Idee? Wir haben ja noch Förderbänder, ne? Wenn wir das auf dem Hof kippen und dann Und von dem Hof, ja, davon dann eben direkt in den entsprechenden Trigger laden. Wäre doch nicht übel, oder? das geht auch klar. Dann hätten wir uns das vielleicht ein bisschen vereinfacht. Okay, Ataga. Jetzt noch mal. Gott sei Dank hast du die Rundumleuchten an. Ja. Alles andere wäre. Was macht denn da eine Schaufel? Weiß ich auch nicht, wieso die da liegt. Haben wir da mal einen Bagger stehen gehabt, den wir verkauft haben, und dann war eine Schaufel Ja, da? das kann sein. Ja. So, jetzt sind alle dran. Okay. Ja, dann würde ich sagen, kaufen wir mal Riversend, ne? Willst du fahren, dann fahre ich weiter zur Fähre mit dem Ding. Kann ich machen. Bei welcher Zahl war das nochmal? Du hattest es eben, glaube ich, Beim schon mal Fluss bei gesagt. der 7. Bei der 7, okay. Gucken wir mal, ob wir da was aufladen können. Ob sich da was machen lässt. Gut, aber wie das mit dem River Sand und so weiter aussieht, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Also dann auf jeden Fall auch wieder dabei sein, wieder einschalten. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns also bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut, haut rein. Euer Leingeme1. Ciao. Tschüss.